Meinem geehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, dass ich mich als Buchdrucker und Galanteriearbeiter etabliert habe. Stets werde ich bemüht sein, durch gute Arbeit und prompte Bedienung mir das Wohlwollen desselben zu erwerben und bitte um geneigten Zuspruch. Als Frank Köhler im November 1838 diese Anzeige ins Frankfurter Patriotische Wochenblatt zum Besten der Armenkasse und des Waisenhaus setzte, war der Buschmühlenweg tatsächlich nur ein staubiger Weg in Richtung Buschmühle. Das war eine Wassermühle, beliebter Ausflugsziel der Frankfurter. Sie wurde 1945 zerstört. Am Westhang des Weges hatten die Bauern damals Obst und Wein angebaut. Töpferwerkstätten siedelten sich dort an. Östlich des Weges waren die satten Wiesen im Frühjahr und Herbst von der Nadenoder überflutet. Der Unternehmer Wilhelm Alexander Frank Köhler schrieb in den Jahren danach Stadtgeschichte. Köhler, das war ein Begriff in Frankfurt, als er anno 1875 61-jährig starb, wurde er gerade die Stadtvilla Buschmühlenweg 25, damals als Grundstück Nummer 8, fertiggestellt. Thank you.
Das Stadion der Freundschaft in Frankfurt oder wurde einst zum 700-jährigen Bestehen der Stadt Frankfurt im Jahre 1953 eingeweiht. Die Bauarbeiten hierzu begannen 5 Jahre zuvor. Seitdem bot sie dem Frankfurter Fußball ein zuverlässiges Zuhause. Der Zuschauerrekord wurde im Spiel zwischen den SV Dynamo Frankfurt und Gwardia Krakau mit 25.000 Zuschauern gemessen. Zur damaligen Zeit empfing man hier auch gerne mal die ganz Großen. Somit spielten im Frankfurter Stadion der Freundschaft auch internationale Teams wie Juventus Turin, PSV Eindhoven oder Nottingham Forest. Eine wahrhaftig anschauliche Vita eines schönen Stadions. Nach der Wende rückten auch andere Zeiten heran und der Verfall im Stadion setzte ein. Der Frankfurter Fußball versank in den Amateurligen und das Stadion legte seinen einzigen Prunk nach und nach ab. Erst im Jahre 2012 gab es wieder einen Aufwind zu spüren, dem Stadion Schritt für Schritt wieder neues Leben einzuhauchen. So wurde 2014 das neue zweistöckige Hauptgebäude mit Tribüne eingeweiht und setzte wieder ein klares Zeichen mit zielgerichtetem Blick nach vorne. Ein tolles Stadion, das für einen Grundschopper ein Garant für außerirdischen Charme ist. Inzwischen ist es modern, attraktiv mit altehrwürdiger Ausstrahlung.
Die aktive Geschichte der Einrichtung eines Wasserwerks für Frankfurt-Oder begann öffentlich mit einer Information, die die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung am 30. Januar 1872 mit Zustimmung entgegen nahm. Der Magistrat teilt mit, dass die Continental-Aktiengesellschaft für Wasser- und Gasanlagen aus Berlin beabsichtigte, um eine Konzession zur Anlage einer Wasserleitung und eines damit verbundenen Werkes nachzusuchen. Ein Anliegen, das durchaus geteilte Aufnahme bei den Einwohnern fand, aber vor allem von Fabrikanten, Geschäftsleuten sowie den Verantwortlichen der Kommune interessiert unterstützt wurde, brachte ein weiteres Stück Modernität in der Oderstadt. Die Stadtverordneten wählten einen gemischten Kommission Bedarfsberatung und der weiteren Vorbereitung dieser Sache. Mitglied dieses Gremiums waren Kommerzienrat Moritz Mende, Gaswerkdirektor Prokaski, Ofenfabrikant Schipke und Fabrikbesitzer Gutmann.
Das Eldorado im Buschmühlenweg 52 war Ausflugsgaststätte und Ballsaal und später Schulfabrik. Die prächtige Villa im Buschmühlenweg wüsste sicher so manche Geschichte preiszugeben. Über frisch Verliebte, Eifersüchteleien, alkoholschwangere Liebesschwüre und schmerzhafte Trennung. Über ungeschickte Tänzer und graziele Bewegung, Vertreibungen, Versammlung und heimliche Treffs und Aufzeichnung als bestes Kollektiv. 1868 fasste Hoffmann den Plan, direkt am Buschmühlenweg ein Restaurant zu bauen. Der Buschmühlenweg war damals zu einer Chaussee ausgebaut worden, für deren Benutzung Passanten eine Gebühr bezahlen mussten. Warum es bis 1875 dauert, ehe die Pläne verwirklicht werden, ist nicht überliefert. 1879 wird das Restaurant als Lokal Eldorado bekannt. Um 1890 wird der Saal erweitert und fortan nicht nur eine Gaststätte zu Bier, Fassbrause und selbstgebackenen Kuchen eingeladen, sondern auch zu Bällen und Tanzveranstaltungen. Berühmt wird das Eldorado für rauschende Weihnachts- und Silvesterfälle. Der große Saal fasst immerhin 530 Personen. So heißt es in der Anzeige vom 25. Dezember 1885.